Jo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flyf mit dem Akrobaten, mit dem ich momentan das Ziel verfolge, endlich mal Jester zu machen. Das Leveln geht eigentlich jetzt ziemlich schnell, muss man sagen. Aber auch nur, wenn man wirklich levelt. Ja, also das Problem ist halt, dass ich unter der Woche jetzt tatsächlich ja, relativ früh ins Bett gehe tatsächlich. Muss ich sagen, habe ich mich sehr verändert und ja, dementsprechend, also das heißt relativ früh, also meistens erst um 11 trotzdem, aber ich probiere es eigentlich, je später, also je weiter die Woche voranschreitet, desto früher will ich ins Bett gehen. Ja, einfach nur, weil es halt irgendwo logisch ist, ja, weil, zumindest bei mir ist es so, wenn ich mehrere Tage hintereinander immer weniger schlafe oder halt sehr wenig schlafe, dann staut sich das quasi auf und irgendwann bin ich dann so fertig, dass ich um 7 Uhr abends einschlafen könnte. Und ich meine, gut, schlafen könnte ich theoretisch immer, zumindest wenn ich auf der Arbeit bin, aber vom Prinzip her zumindest. Aber ja, dadurch, dass ich eben jetzt immer so früh aufhöre, früher habe ich halt dann teilweise noch um 10:30 die Folgen von Flyf gemacht. Jetzt mache ich es eben spätestens eigentlich 9:30 und dementsprechend bleibt mir relativ wenig Zeit. Aber ich muss auch sagen, es geht auch relativ langsam. Also ich weiß nicht, diese eine Stunde, wo ich da letztens, ich glaube, es war schon wieder über eine Woche her oder so, aber wo ich da mit Lord Event und der Skräuter eine Stunde lang gelevelt, oder naja, nicht ganz eine Stunde, aber auf jeden Fall ziemlich lange gelevelt habe, 3/4 Stunde oder so, mit plus 100%, das war so heftig, also da habe ich irgendwie 2,5 Level-Ups geschafft und jetzt in der gleichen Zeit 70% oder 80%. Ich meine, sicherlich, man steigt im Level, es ist kein Lord Event, ich habe keine grüne Scrollern, weil ganz ehrlich, also ich werde wahrscheinlich morgen eine aktivieren. Jetzt heute hätte es sich halt leider nicht mehr gelohnt, weil ich, wie gesagt, jetzt nicht mehr so lange online sein werde. Und ich meine, die Scrolls sind nicht so viel wert, dass es sich wirklich lohnt, die aufzuheben, aber naja, komplett verschwenden muss man sie halt auch nicht. Und ja, ich meine, an für sich braucht man sie sowieso nicht. Eigentlich ist es sowieso so oder so übelst die Verschwendung, weil es geht ja schnell, aber eben nicht, wenn man nicht so viel Zeit hat zum Investieren, weil ich will jetzt zeitgleich auch noch immer mit dem Ranger farmen und so. Ich will es ja nicht hier irgendwie nur noch auf den Akrobaten fokussieren, weil der ist eigentlich nur ein Nebenchar. Es wird später mal ein Farm-Char. Also was genau ich mit dem Char mache, momentan weiß ich es ehrlich gesagt nicht, aber viele wollten mal einen Jester sehen. Momentan ist er noch keiner. Sein Equip ist auch weit davon entfernt, sich Jester nennen zu dürfen. Aber viele wollten sie mal sehen. Ich meine, ich habe immer gesagt, ich mag die Klasse nicht wegen diesen Jojos zurückschlagen und so. Das wird sich zeigen mit einer höheren oder längeren Spielzeit dann, wie sehr mich das wirklich stört. Momentan geht es eigentlich noch, weil es nicht so oft passiert tatsächlich, dass ich Mobs wegschubse und den 100 Mal hinterherlaufen muss. Bei dem ist jetzt vielleicht zweimal passiert. Perfektes Vorführbeispiel. Aber ja, ich meine einfach nur sich einen Jester machen. Ich meine, es tut ja keinem weh. Und genau, Farmchars kann man eigentlich nie genug haben. Downer irgendwann später. Man kann die auch weiter hochleveln dann für irgendwelche Dungeons zum Down oder was weiß ich was. Kann die ja für alles Mögliche benutzen. Und von daher passt es schon. Und genau. Ja, genau 90%. Sehr schön. Ja, wie gesagt, an der Flyf-Front ist halt momentan etwas ruhiger. Es ist halt immer das Problem. Gefühlt ist immer so, wenn ich mal wieder so ein, zwei Wochen oder mehrere Wochen wirklich konstant wieder auch abwechslungsreichere, sagen wir es mal so, Videos gemacht habe, ist meistens bei Flyf so, die denken sich so, oder naja, ich meine, das hat damit überhaupt nichts zu tun, aber gefühlt ist halt echt immer so, wenn ich mal einen Lauf habe, wenn es mal so richtig gut läuft, nicht so richtig gut drin bin, ja, dann liefert mir Flyf aber auch wirklich gar nichts, ja, also kein Event, kein gar nichts. Ich meine, die Invasion letztens, okay, die war sehr überraschend, aber einfach so, Events und so, die kommen immer eigentlich genau dann, wenn ich eigentlich momentan eh gerade komplett am, gar keine Ahnung habe, was ich machen soll. Aber ja, jetzt mit dieser dreiwöchigen Pause helfen sie daheim nicht wirklich weiter. Genau, nicht, dass ich nicht wüsste, was ich machen sollte, aber naja, ich muss morgen auf jeden Fall mehr Flyf spielen, weil heute war schon wieder viel zu wenig. Das Problem ist auch, ich bin mit meinem Ranger in einer anderen Party als der hier, das war eine PSF und da ist jetzt der Lead offline gegangen und ratet mal, was wieder mal passiert ist, ja. Er ist, also das Lustige ist, er hat sogar gefragt, wer will die Party haben, die hat noch 200 Punkte, für mich absolut ausreichend, in einer Stunde gehe ich schlafen, also von dem her, also maximal einen Dungeon, also jeden Dungeon einmal. Und dann fragt er sogar noch im Party-Chat, ich sehe es bei Dela im Chat, also das läuft mir gerade hinterher. Ich habe seine Exe neben, also so halb offen, dass ich den Chat halt sehe. Und er sieht, ja, wer will die Party haben? Geh auf Asumiau, baller in die Tasten. Dann drücke ich noch so kurz P, weil ich mir gedacht habe, Moment mal, erst mal schauen, vielleicht habe ich sogar schon ein Lied. Was ist? Er ist mit all seinen drei Chars offline, ja. Anstelle 1 ist jetzt irgend so ein, also irgendjemand halt. Und anstelle
5 folglich. Also ist ja eigentlich egal, aber auf jeden Fall unter den ganzen Offline-Chars von ihm bin halt dann ich. Also quasi der Zweitnächste, der die Party von alleine geerbt hätte, wäre sowieso ich gewesen. Aber ich habe es natürlich nicht geerbt und ja, ratet mal, was der Erste war. Er ist AFK. Also ich kann mal kurz schauen, ob er immer noch AFK ist oder ob jetzt jemand. Nein, er ist immer noch AFK und hat immer noch Party-Lead. Geil. Also. Es ist immer das Gleiche, weißt du wirklich? Vor allem, wie oft mir das jetzt, also ich weiß nicht, wie früher habe ich da glaube ich nicht so sehr drauf geachtet, weil ich noch nicht so viel gefarmt habe oder als ich aus dem Jahr noch hochgelevelt habe und so, wo ich Traumnot noch gar nicht gemacht habe. Aber, oder auch vor einem halben Jahr oder so, keine Ahnung, also eigentlich habe ich da nie wirklich drauf geachtet. Aber jetzt so in den letzten, keine Ahnung, 2, naja, Wochen ist vielleicht ein bisschen wenig, aber auf jeden Fall in der letzten Zeit, wie oft mir das schon passiert ist, wirklich, dass. Immer derjenige, der die Party von alleine bekommt, ist immer AFK. Das ist so ein Grundgesetz in FLIVE. Also wirklich, es ist wirklich jedes Mal so. Zumindest bei mir in den Partys. Also wirklich, es ist extrem häufig. Ich meine, natürlich, ich bin auch öfter mal AFK. Kann schon sein. Aber das sind halt wirklich diese Leute. Ich meine, ich habe es letztens schon mal gesagt. Ich weiß, ich wiederhole mich. Aber es wiederholt sich ja auch. Ich meine, kann ich ja nichts dafür, ey. Dass es einfach so ein konstantes Kackthema bleibt. Dass halt dann wirklich solche 24-7 Dauer-AFK-Leute sind. Die gehen nicht offline. Vor allem, dann sind es halt auch teilweise solche Leute, die wirklich, die spielen das Spiel halt ganz normal, also leveln halt ganz normal, sind, was weiß ich, Level 35 oder so. Und dann sind die einfach komplett random mal 8 Stunden AFK, wo ich mir so denke. Also, der hat noch gar keine Spielzeit, er hat keinen Shop offen, also steht einfach bei Mias rum und geht dann AFK für 6 Stunden. Also, so komplett random halt manchmal, wo ich mir halt wirklich denke, Alter, ist das eigentlich sein verdammter Ernst? Also, ja, keine Ahnung. Also, ja, keine Ahnung. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall wollte ich das nur mal angemerkt haben. Genau. Ja, dann hat Reigns gestern vorgeschlagen, dass ich mir eigentlich auch einen GW-Clock kaufen könnte, weil der ist jetzt nicht so ultra teuer. Ich könnte ihn mir aktuell auch leisten, also wenn es stimmt, was er gesagt hat. Ich habe mich jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich informiert, aber also ich weiß nicht, ob die im Steps-Forum aktiv sind, die Shiato-Leute, aber ich glaube schon. Also, naja, wird auf jeden Fall nicht so schwer. Spätestens am Wochenende sieht man, schaut mit GW-Clock-Verkäufen, dass die momentan für 100 Milliarden ohne Unbinding verkaufen. Also, das sind ja dann, also man kriegt es ja sowieso ungebunden ins Gildenlager. Und genau, 100 Milliarden für den GW-Clock. Die Frage ist halt nur, ob sich's wirklich lohnt, weil. Ich meine, an für sich lohnt sich schon, weil der ist definitiv besser. Also, ich weiß, glaube ich, gar nicht. Auswendig, wie viel er bringt, aber ich glaube, ja doch, er bringt 10% Angriffskraft mehr. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es der Hauptunterschied ist. Genau, und ja, ich meine, er würde sich auf jeden Fall lohnen, keine Frage, das definitiv. Das Problem ist halt nur, also rein vom Vergleich zum BCOL halt, weil er einfach besser ist. Aber das Problem, was ich sehe, ist einfach, eigentlich benutze ich mein BCOL nie. Also ich sag mal, in 95% der Zeit laufe ich eh mit Clock of Honor herum, weil ich ja eh nur in den Low Dungeons rumchill, die. Wo es egal ist, was für ein Clock ich trage, weil mein Damage sich schlicht und einfach kaum verändert und denke, ich muss sowieso auf Clock of Honor wechseln, kurz vorm Killen. Und bevor du es verkackst, vergisst, oder einfach nur das reine, du musst ja aufhören zu kämpfen, Clock wechseln. Ich meine, in den paar Sekunden hast du auch mit Clock of Honor den letzten Damage rausgeballert, den du sonst vielleicht mehr mit dem BCL machen würdest. Also, ich meine, das sind halt dann wirklich auch wieder Sekunden, wo es dann im Endeffekt halt scheißegal ist, deswegen wechsle ich die Clocks auch in den Low Dungeons eigentlich nie. Ich meine, wo sich's dann lohnen würde, wäre sowas wie Aminos oder so, da wäre so ein Damage Boost schon ziemlich nice. Ja, wo wird sich's noch lohnen? Theoretisch PvP GW, wenn ich mal wieder spielen würde, definitiv. Das wäre natürlich auch noch ein großer Faktor, aber das ist halt für mich eigentlich ein ziemlich kleiner Faktor. Also ich sag mal so. Ich stimme voll und ganz zu, ja. Er ist definitiv besser und würde sich wahrscheinlich lohnen. Allein schon, weil der Resale-Wert von dem wahrscheinlich noch mindestens ein bis vielleicht sogar 2 Jahre ziemlich hoch bleibt, weil es gibt nur ein pro 9 pro Woche. Die Zahl der Leute, die einen haben wollen, beziehungsweise die einen haben und ihn eher weniger wieder verkaufen werden, ist relativ gering. Also die Zahl von den Leuten, die ihn wieder verkaufen werden, die Zahl von den Leuten, die noch einen haben wollen, ist hoch. Und sich ihn vielleicht aber nicht leisten können oder einfach noch warten wollen, bis er billiger wird. So hat es eigentlich auch ich geplant. Am Anfang, weiß ich ja gar nicht, ich glaube, hat der 250 Milliarden oder so gekostet oder noch mehr. Also, als er ganz neu war, ist ja auch schon wieder ewig her. Turning Point, ja, also schon wieder ein Jahr her. Also, es gibt schon über 50 Clocks davon. Genau, und ja, also keine Ahnung. Für mich, ja,
Ja, es ist eine schwierige Entscheidung. Das Ding ist halt, ich würde den B2A dann halt nicht verkaufen. Das heißt, ich würde dann 100 Milliarden ausgeben und nichts wieder reinbekommen, ja? Und warum würde ich den B2A nicht verkaufen, ist schlicht und einfach die Tatsache, dass der auch extrem selten ist. Einfach so wird man ihn wahrscheinlich niemals bei einem Event bekommen. Die einzigen beiden Events, die mir jetzt spontan einfallen, wo es den gibt, sind Weihnachten und Schnickschnack-Schnuck. Schnickschnack-Schnuck für 10 Mal hintereinander gewinnen, was fast unmöglich ist. Und oder extrem unwahrscheinlich und einfach nur zigtausend von diesen Coupons brauchst, und dann kannst du dir auch gleich einen kaufen. Und dann noch Weihnachten, und da ist halt absolut random in dieser Box. Die kostet genauso viel oder die kostet halb so viel wie ein Clock of Honor an Snow Crystals zum Umtauschen, was halt auch schon irgendwie Farmarbeit von ja, 15 Stunden oder so ist. Also es ist jetzt nicht so, dass sie den einfach so schenken oder so, ne. Ach, was heißt 15 Stunden? Ja, 15 Stunden farmen, 15 Stunden durchs. Also, naja, Schwachsinn, aber. Ja, auf jeden Fall ziemlich viel Arbeit halt. Und dann hast du halt eine Chance auf den Clock, aber halt auch auf das Beste, Zweitbeste sind dann 3 Changeaways, und dann ist halt nur noch Invi-Bag, Scroll of Item Drop und sowas drin, was halt alles nicht schlecht ist, aber nicht, wenn du dafür halt, keine Ahnung, 2 Wochen lang gefarmt hast. Also, deswegen ist der jetzt relativ selten, auch noch relativ wertvoll. Ich meine, gut, mittlerweile eben durch den GW-Clock hat er ganz schön an Value verloren, weil die Leute, die einen GW-Clock haben, oder die meisten davon haben halt ihren B2A dann verkauft, und genau. Und dadurch, dass er halt jetzt schon zigmal Weihnachten war und so weiter und so fort, und bei manchen Events gibt es halt doch ein paar Lacker, die den immer mal wieder rausholen. Ja, gibt es halt davon mittlerweile auch relativ viele, und die Nachfrage ist halt auch nicht mehr so hoch wie früher jetzt. Aber ich würde ihn halt schlicht und einfach behalten für meine anderen Chars, also für meine Farm-Chars. Hier zum Beispiel, da würde ich hier einfach den LSD-Clock wegtun und den B2A hintun. Wäre auch ein nicer Damage Boost. Gut, bei dem Char hier wäre tatsächlich der Crit-Rate-Verlust gar nicht mal so geil. Genauso wie beim Blade, glaube ich auch nicht. Ich glaube, der hat auch keine 100% Crit-Rate ohne den LSD-Clock. Bin ich mir gar nicht mal so sicher. Also da müsste man erstmal noch schauen. Aber an für sich, also ich würde den auf jeden Fall erstmal behalten, weil sicherlich, wenn er, selbst wenn er im Wert sinkt, ja, ist es nie gut, sowas lange aufzuheben, wenn man es nicht wirklich braucht. Aber dann ist halt so, ich meine. Ja, keine Ahnung, was heißt nicht wirklich brauchen? Ich meine, benutzen würde ich ihn alle auf alle Fälle, weil das mit, also allein schon mit dem GW-Clock, den kannst du ja gar nicht mehr rumtauschen, weil der ist ja dann sowieso gebunden. Also das mit, was ich jetzt machen könnte, aktuell kaum mache, mein WCR und andere Chars geben, so wie ich es jetzt mit dem Clock of Honor beim Blade zum Downen und so in Tarmlock gemacht habe, würde dann ja gar nicht gehen, weil der ist ja seelengebunden. Und allein schon deswegen wird es sich lohnen, weil da hätte ich immer noch einen BCL, den ich anderen Chars geben könnte, und den GW-Clock kannst du eben nur einem Char geben. Das wäre auf jeden Fall auch schon nochmal ein Punkt. Gutes Argument, ja. Gut, dass mir das gerade eingefallen ist. Habe ich noch gar nicht wirklich dran gedacht. Ja, also ich habe es vorhin mal so ein bisschen durchgedacht, aber da ist mir das jetzt gar nicht eingefallen. Aber stimmt, ja, das ist natürlich auch ein großer Faktor, und ja, das allein reicht mir jetzt schon. Und ich meine, was ist der Wert? 50, 60 Milliarden maximal. Und da musst du wahrscheinlich auch noch wochenlang rumstehen und warten, bis den mal einer kauft. Also ist mir jetzt ehrlich gesagt den Aufwand nicht wirklich wert. Also das Einzige, was ich wirklich verkaufen will momentan, ist einfach meine beiden Ancient Bows. Also ich habe zwei gerade zum Verkauf, U8 und U10, und das passt. Und ob ich mir dann den Clock kaufe oder nicht, oder ob ich mir jetzt schon kaufe oder nicht, muss ich mal schauen. Aber also vom rein logischen oder rein vom, ja, weiß nicht, wie sagt man das, ja doch eigentlich schon, also nicht logischsten, aber allein vom besten halt her, wäre es jetzt schon zu warten noch, bis der noch ein bisschen im Preis sinkt. Weil, ich meine, wenn man sich einfach, also es ist einfach nur logisch, dass der im Preis immer weiter runtergeht, weil es gibt immer mehr Clocks. Nicht nur Shiato kriegt den Clock mittlerweile, ab und zu gewinnt er doch mal eine andere Gilde. Und dadurch können die nicht komplett den Preis bestimmen. Außerdem, immer mehr Leute haben den Clock, wahrscheinlich mittlerweile schon fast die ganze Gilde Shiato. Also es gibt nicht mehr wirklich viele High-Level-Spieler, die den nicht haben und noch brauchen würden. Und allein dadurch sinkt der Preis ja schon, weil wenn keiner von den High-Level-Spielern mehr einen braucht. Oder was ist High-Level-Spielen? Das ist eigentlich vollkommener Schwachsinn. Fly bedeutet Level gar nichts. High, ja, also einfach von den High-Playern, also die halt auch das Geld für sowas haben, einfach mal so. Von denen braucht es wahrscheinlich mittlerweile auch kaum noch jemand. Und die Leute, die ihn noch brauchen, die haben eben gar nicht so viel Geld und haben dann eben auch kein Interesse daran, so viel auszugeben. Und von dem her ist es eigentlich klüger zu warten, bis der noch billiger wird und sie ihn sich dann zu holen. Vor allem, wenn ich ihn, wie gesagt, momentan eigentlich eh kaum benutzen würde. Ich meine, sicherlich wäre der Damage, also es wäre wahrscheinlich sogar ziemlich viel Damage, den ich da dazu bekommen würde. Also, weil ich Ranger bin nicht, aber vom Prinzip her eigentlich schon. Aber ja, ich weiß auch nicht. Ich muss es mir noch überlegen. Also ich kann es nicht einfach so an einem Tag auf den anderen entscheiden. Das mit dem Bow war eine andere Geschichte. Das war einfach mal so komplett random.
Aber mit dem Clockless habe ich mir selber schon oft überlegt. Also als der rauskam, habe ich mir auch gedacht, ob sich der lohnen würde. Gut, da war es aber was anderes. Ich meine, da gab es den kaum noch und da hat er wirklich unmenschlich viel gekostet. Ich meine, 100 Milliarden hat BCOE auch noch gekostet. Ich weiß gar nicht, meinen habe ich gleich für 80 gekauft oder 90. Damals jetzt ist er nur noch 60 wert. Das ist auch schon krasser Wertverlust. Aber ich finde einfach momentan, also zum momentanen Zeitpunkt kann ich eigentlich, also ich würde ihn auf jeden Fall nicht einfach so kaufen, ja. Wenn er wirklich nochmal im Preis sinken würde, nochmal vielleicht 20 Milliarden, dann würde ich es mir wahrscheinlich, dann würde ich ihn wahrscheinlich kaufen. Aber jetzt momentan bin ich eher noch abgeneigt. Aber wie gesagt, ich muss mir noch überlegen. Und genau, was ich halt auch gern machen würde, wäre meinen Schmuck upgraden auf alles plus 20. Aber das ist halt auch so fuck teuer. Also das ist halt auch, ja, das ist halt auch wieder so teuer. Also eigentlich wollte ich mir halt ein Set kaufen und jetzt fällt alles zusammen. Jetzt habe ich mir den Bow gekauft und plötzlich alle Prinzipien über Bord geworfen. Plötzlich wird das Geld rausgeschmissen. Es wird dies und das und jenes gekauft. Unglaublich. Ja, ich Schwachsinn, also seit dem Bau habe ich mir gar nichts mehr gekauft und vor dem Bau nicht, aber momentan, ja, mir kommen auch immer wieder so Gedanken. Also jetzt, wenn man einmal, das ist wie immer, also wenn man einmal seine Prinzipien, seine Dingens bricht, sein Durchhaltevermögen, seine Willensstärke einmal, ja, quasi schwächen lässt, einbrechen lässt, dann sofort wieder Teufelskreis und man kommt nicht mehr raus. Ist wirklich so. Aber mit dem Schmuck muss ich echt sagen, also ich weiß nicht, also ich glaube tatsächlich bei meinem Ranger, noch mehr als der Clock. Also der Clock wäre eigentlich einer der wenigen Dinge, die ich sowieso noch verbessern könnte neben meinem Set. Aber ich glaube tatsächlich, dass mein Schmuck den größten Damage Boost für mich hat, weil jeder weiß, wie OP der eine Ringe sind und ich weiß nicht auswendig, wie viel plus 20 ergeben. Also der hier hat nicht mal die vom Ranger, der hat die von meinem Farm Blade. Aber die reichen ja für den Char. Ich glaube, meine geben 800. Ah, Moment mal, ich bin ja online. Ich bin auch ein Idiot. Meine geben 800. Ne, 780. Genau, fast 800. Und ich glaube, auf plus 20 geben sie 950, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das wären pro Ring 170 von diesem zusätzlichen Schaden, der sowieso schon ein bisschen komischer Wert ist, weil das ja eigentlich gar kein Wert ist, der wirklich existiert. Aber im Endeffekt ist es eine andere Art von ATK. Und aber das wären 340 und bei meinen Demois, wenn es Soldemois plus 20 wären, wären es, glaube ich, zusammengenommen auch nochmal 40 knapp. Ich weiß nicht ganz genau, was Soldemois plus 20 bringen, aber ich würde mal sagen 350 fast schon. Könnte man sogar gut vorstellen, 350. Dann wären es sogar each 40, also nochmal 80. 94, um genau zu sein. Naja, nee, nicht ganz. Auf jeden Fall nochmal 80. Das wären dann über 420 von diesem zusätzlichen Schadenswert. Und ich kann euch sagen, das ist nicht wenig. Also, das ist sogar ziemlich viel. Und gut, es ist halt fraglich, wie viel das kosten würde. Ich weiß ehrlich gesagt momentan gar nicht, was so Schmuck plus 20 kostet, weil schmucktechnische. Ich einfach null, also habe ich überhaupt nicht verfolgt, interessiert mich ja auch an für sich nicht. Ich hatte ja auch nicht vor, welchen zu kaufen. Aber momentan, ja, also ich glaube, neben meinem Set. Und das Problem ist, ich glaube, selbst das Set macht nicht so viel Unterschied. Das ist halt einfach das Problem beim Ranger, da ist es halt wirklich schwierig, überhaupt irgendwo Damage rauszukitzeln, ohne gleich 500 Milliarden zu investieren. Aber ich glaube tatsächlich, dass der Schmuck mit die beste Investition. Ich weiß überhaupt gar nicht, warum ich jetzt die ganze Zeit über einen Ranger rede. Ich spiele gerade mit einem Akrobaten. Also eigentlich wollte ich über was ganz anderes reden. Ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt überhaupt reingerutscht bin. Na gut, es ist eh schon viel zu spät, da noch einen Kuss einzuschlagen. Also mir ist auch gerade aufgefallen, dass es eigentlich nicht wirklich die richtige Zeit ist, um darüber zu reden. Also ist ja eigentlich scheißegal, aber zumindest ein anderes Hintergrund-Gameplay als Dungeons. Aber ja, also an für sich, das sind halt so momentan meine Gedanken dazu. Also mit dem Clock, ich werde es mir wahrscheinlich übers Wochenende überlegen. Und wie gesagt, am Wochenende wird man auch die Shouts wieder sehen mit GW-Clocks, die verkauft werden im Steps-Forum. Muss ich nochmal ausführlich schauen, ob da denn momentan welche drinstehen und ob die wirklich für 100 verkauft werden und so. Und genau, schaue ich mir das nochmal an. Und wegen Schmuck kann ich auch mal schauen. Da verkauft irgendjemand, verkauft auch immer Schmuck, also das ist klar. Kann ich ja mal gucken, was das alles so kostet und dann kann man ja mal schauen, ob es sich lohnen würde oder nicht. Aber also bei dem Schmuck bin ich mir ziemlich sicher, dass er mehr bringen würde als der Glock tatsächlich. Aber ist auch wieder, ja, ist wieder Abwägungssache. Aber eigentlich bin ich mir schon sicher. Wobei auch nur, wenn ich mir alles plus 20 kaufen würde. Und das ist ganz schön teuer, das kann ich euch verraten. Also, ich weiß nicht mehr ganz genau, also ich glaube, plus 18 kosten diese 40 Milliarden. Also dürften sie plus 20 fast doppelt so teuer sein. Weil von 18 auf 20 brauchst du fast genauso viel Tries wie von 1 auf 18. Also, es ist halt wirklich so. Oder naja, gut, vielleicht, ja doch, eigentlich schon. Also so mindestens 500 auf jeden Fall. Eher so Richtung noch mehr. Ja, also keine Ahnung, ich denke mal schon, dass der 70, 80 Milliarden kostet einer. Also ja, würde sich der Clock dann im Endeffekt schon wieder mehr lohnen. Also der Schmuck ganz, auf jeden Fall mehr als der Clock, aber den wirst du halt auch für 100 Milliarden nicht bekommen.
Die Demois schon, die sind nicht ganz so teuer, glaube ich. Die sind re sogar relativ human vom Preis her. Aber wie gesagt, ich werde mich mal informieren. Schau mal. Und dann kann man da noch mal ein bisschen drüber reden, weil das mit dem Set ist jetzt eigentlich hier. Der Zug ist jetzt eigentlich eh abgefahren. Also jetzt muss ich so erstmal wieder farmen. Sowieso erstmal farmen, den Bau verkaufen und sonst was alles. Und genau. Aber ich bleibe auf jeden Fall dran. Ich werde jeden Tag weiter meine Shops machen. Schön weiter Geld farmen, dass der Geldstrom nie versiegt. Und ja, je mehr Geld reinkommt, desto ja, besser. Genau. Ja, ich. Keine Ahnung, ich wollte, egal, vergessen wir es einfach. Vergessen wir, tun wir einfach so, als hätten wir mit dem Ranger gar nicht gespielt. Mit dem Akrobaten, ja, haben wir auch nicht, mit dem Akrobaten, meine ich natürlich. Können wir kurz gucken, ob ich immer noch in der Party bin. Jupp, und er ist immer noch AFK. GG. Er ist vor allem, das Lustige ist auch, er war halt ohne Leech auch in der Party. Er ist einfach so komplett random Dude, Level 58, der jetzt einfach schon wieder. Also jetzt ist halt auch schon wieder eine Stunde her, weil das ist ja schon vor einer Weile passiert, also. Ey, nee, das gibt's halt nicht. Das ist immer das Gleiche. Vor allem, ich habe immer so ein Bad Luck, dass ich immer genau unter dem bin. Also ich weiß halt, der nächste wäre ich gewesen. Der nächste wäre ich gewesen, der die Party bekommen hätte. Aber nein, es ist immer der andere. Immer der AFK-Dude 137. Ich glaube, ich mache mir irgendwann mal einen Char, der echt so heißt. AFK-Party-Stealer oder sowas. Wäre ich echt ein guter Char-Namer, gibt es wahrscheinlich sogar schon. Weil ich bestimmt nicht der Einzige bin, in dem das andauernd passiert. Aber. Egal, ich meine, es war ja nicht meine Party, von daher kann man sich eigentlich nicht so sehr drüber aufregen. Aber nervig ist es schon, weil es war halt eine PSF, der hat auch Skills gemacht. Und ich wollte jetzt nach dem Video hier noch schnell alle Dungeons einmal durchmachen und dann halt aufgehen. Und ja, jetzt ist halt der Zug auch schon wieder abgefahren. Wobei, da sehe ich schon wieder, aber levelnde Fillerpaare. Eben das Problem, in PSFs kommt man unter der Woche nur rein, wenn man levelt. Und hier in dem Fall habe ich es ja sogar getan, aber hier war die PSF gar nicht so bei meinem Ranger. Genau, ja, dann würde ich sagen, war's das. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Schau mal, ob wir den vielleicht morgen sogar schon auf Jester machen können. Ich denke mal eigentlich schon. Gucken wir mal. Und genau, dann würde ich sagen, war's das. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Macht's gut, haut's rein. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.